das Baustellenmagazin. Ja, ich bin hier am Flughafen heute wieder unterwegs. Ja, und ich stehe jetzt hier vor dem ersten Tunnelzugriff, sage ich mal. Und da hebe ich euch jetzt geschwind hoch. Ich stehe jetzt nur noch alles fest hier, dass man was sieht. So, zoomen tue ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob noch dann noch was, ob man dann das genau sieht. So, jetzt ziehe ich das mal ein bisschen hoch hier. Und dann brauche ich mich nicht so strecken. So. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob das die Neigung schon reicht. Aber ich werde es ja sehen, ich habe ja das Display. Kamera noch ein bisschen drehen, dass ich ein bisschen eine Auflagefläche habe. Ich ziehe mal die Kamera noch ein bisschen nach oben, dass man doch nichts gesehen hat. Wie gesagt, ich sehe vom Display nicht mehr viel, eigentlich gar nichts mehr. Und dann sagen bis gleich. So, jetzt mal noch einen Blick von der Seite hier. Also wie gesagt, Leute, sehen konnte ich jetzt nicht viel, weil das Display einfach zu weit oben war. So, und da würde ich sagen, bis gleich. Ja, wie es aussieht, ist hier der nächste Zugriff geöffnet worden, weil hier finden jetzt Erdhub aus, also ja. Aushebungen statt. Anscheinend müssen die wahrscheinlich schon ein bisschen tiefer sein, weil es mit Kran geht hier. Aber ich würde sagen, da filme ich gleich mal von der Seite aus rein und dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann würde ich sagen, ich hebe euch nochmal hoch und ich sehe wahrscheinlich jetzt ein bisschen was. Weil hier nicht ganz so hoch ist.
Kamera noch ein bisschen nach unten neigen. Wie gesagt, ich sehe nichts. Es gibt jetzt einfach nur einen Blindflug, Leute. Aber ich sehe es, wenn ich zu Hause bin. Sein. So, machen wir es einfach so. Muss die Kamera noch ein bisschen drehen. Bessere Auflagefläche habe, dass nicht ganz so arg wackelt. Also Leute, wie gesagt, ich habe jetzt hier nichts gesehen. Also deswegen nicht böse sein. Ja. Also, bis gleich. So, jetzt bin ich hier am anderen Zugriffspunkt, sage ich mal. Und da muss ich sagen, euch entgeht nichts. Ihr seid die besten Zuschauer, wo man haben kann, Leute, und auch die besten Fans, sage ich immer wieder, weil ihr habt sofort gepostet, dass hier ein Kran aufgebaut wird, obwohl man nur ein Pitzelchen von dem Kran gesehen hat. Ja, und wir stehen gerade vor dem Kran. Ja, wenn ich sage wir, dann meine ich wir, weil ich habe heute noch einen netten jungen Mann dabei, der Berti. Und der Berti führt heute meine Kamera und ich brauche ihm überhaupt nichts sagen, Leute. Er macht das alles von sich aus. Ja, auch jetzt das Schwenken hier. Also, wenn ihr mal sagt, okay, er hat sich einen Daumen hoch verdient, dann wird er sich bestimmt freuen. Und ich muss sagen, er macht das bisher ganz gut. Und ich hoffe, euch gefallen seine Aufnahmen. Natürlich muss ich immer ein bisschen mitgehen, dass ihr mich auch versteht. Und ich muss sagen, echt super Sache, dass er die macht. Ich glaube, den kann man öfters dazu gebrauchen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, natürlich, ja, der jetzt Blick, stehen wir hier auf die U-Bahn-Messe West. Ich finde hier. Und schauen in Richtung Ost. Also in die Tunnel-Einfahrt. Und da stellen wir gerade fest, dass hier auch noch etwas gebaut wird. Wahrscheinlich dann haben sie hier auch an der Fahrradradleitung. Und hier stehen. Und es schaut mir eher so aus. Ich sehe es natürlich jetzt nicht, ob ihr das auch seht im Video. Aber ich würde es mal aussehen. So, und dann drehen wir uns mal. Man kennt es jetzt nicht. Also übrigens, aber wir nehmen es gleich mal hier von der Seite aus auf. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, man kann es jetzt nicht ganz so gut erkennen.
aber ich beschreibe euch mal, wie das aussieht. Also das ist ein Gitter, da drüben. Ein Metallgitter und wird auch gearbeitet. Ja. Aber ich denke mal, das Gitter, gehört nicht, ja, hier zu dem Tau. Aber ich zeige es euch trotzdem. Das macht man jetzt hier drauf, dass man den Beton nicht so sieht vom Weiten. Und das sieht schon mal sehr gut aus. Dann wird hier drüben auch gearbeitet. Ich denke mal, bis runter und das zeige ich mal. Sie arbeiten hier von der anderen Seite. Bis gleich. An der Fahrbahn. So, also jetzt mal. Dass sie die wieder herstellen. Von hier aus. Und ja, und dann würde ich sagen, hier geht das Gitter schon runter. Und gleich wieder. Fahren wir gleich. So, jetzt sind wir ein Stückchen weiter. Und wir schauen jetzt nochmal zurück. Wie gesagt, sind sie voll in der Arbeit. In Richtung Messe. Flughafen. Und hier sieht man das Dach ist. Auch hier schon die Fahrträge übrigens gelegt sind. Also hier kann man jetzt gerade, drehen wir uns mal, Licht vorbeilaufen. Ja, und hier müssen dann also noch, ich denke mal, man muss hier von der anderen Seite runterlaufen. Die Anzeichen, ja, gehen wir mal auf Blinklicht hin, dass die Fußgänger so, und dann nehmen wir euch mal so mit einfach, dass hier eine Stadtbahn kommt. Also das ist auch noch nicht gemacht. Also ich denke mal, dass das auch demnächst kommt. So. Und dann blicken wir mal auf die Haltestelle Stadionstraße. So. Und hier und genau mal rein. Das Gleiche. Also hier kommt auch ein Gitter hin. Auch da, wo wir stehen. Da zeigen wir euch jetzt bloß noch hin, das obere hier. Genau. Also da vorne sieht man hier. Da haben wir die Haltestelle Stadionstraße, die Kante von dem Gitter. Und die sieht eigentlich auch schon da drüben so weit genauso aus. Und da geht es auch schon schauen wir uns unter gleich noch aus der Nähe an. Und dann sagen, bis gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt ein Stückchen weiter. Und hier liegt auch schon das Material bereit, um ein Wartehäuschen, sage ich mal, aufzubauen. Ja, und da werden wir mal sehen. Aber natürlich weiß ich natürlich jetzt nicht, wie groß es wird. Oder ob sie da zwei hinbauen, weil ja die U6 immer mit Doppelzug fährt. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall, hier liegt schon mal das Material bereit. Und da werden wir mal sehen, wann sie da anfangen. Also, bis gleich. Ja, und hier ist auch schon der Fahrradabstellplatz soweit fertiggestellt. Heißt, dann kann man hier seine Fahrräder, Motorräder und was weiß ich nicht noch alles abstellen. Ja, und dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt mal noch eine kurze Einstellung von hier aus, bevor wir jetzt Haltestelle Stadionstraße verlassen. Also hier haben sie jetzt auch noch drei Bäume gepflanzt und der Übergang ist auch schon so gut wie fertig. Wie man hier sehen kann. Und ich denke mal, auf der anderen Seite kommt auch noch ein Übergang hin. Ja, und da wird die Haltestelle Stadionstraße soweit fertig. Wir gehen noch mal kurz über die Haltestelle. Ja, und da vorne haben sie auch Platten gelegt über den landwirtschaftlichen Weg hier drüber. Und einen Gehweg haben sie da drüben angelegt, dass Fußgänger auch ungeschadet zur Haltestelle laufen können. Ja, und das geht sich unter der Brücke durch. Und da würde ich sagen, bis gleich.
So, jetzt nochmal der obligatorische Stück Blick zurück. Wir sind jetzt hier am Übergang, kurz vor Korsadenhof. Und was ich vorher vergessen habe zu erwähnen, dass ab der Haltestelle Stadionstraße noch keine Fahrleitungen gelegt sind. Also das müssen Sie jetzt dann auch noch machen. Ja, und dann würde ich sagen, drehen wir uns mal. Und schauen dann hier drauf. Und hier sieht man, dass sie schon eingeschüttet haben. Jetzt zoomen wir rein. Also, eingeschüttet ist, die Schächte liegen auch schon, sind auch schon gesetzt. Also, dann muss man bloß noch abwarten, bis hier, oder wann es hier richtig weitergeht mit der festen Fahrbahn. Ja, und dann muss man sagen, wir sehen uns gleich auf der anderen Seite wieder. Also, bis gleich. So, jetzt einen Schritt weiter hier und wir schauen jetzt gerade mal auf die Endhaltestelle hier, noch Endhaltestelle, und da haben sie den Anschluss schon hergestellt. Hier drüben sind sie gerade dabei, Schienen zusammenzuschweißen. Also, würde ich sagen, bis gleich. So, also hier in Richtung Korsadenhof, was schwitzt sie denn? In Richtung Flughafen Messe ist die feste Fahrbahn schon komplett drin. Zumindest mal bis zur Brücke. Also Schienen drin, betoniert, alles fix und fertig soweit. Dann gehen wir uns mal ein Stück nach vorne. Ja, und hier in Richtung Stuttgart muss man das eben noch machen, aber da liegen schon mal die Schienen zumindest in der Halterung drin, wie ihr sehen könnt. Ja, dann fällt eigentlich hier nur noch der Beton und dann wird das soweit abgeschlossen, natürlich dann hier auch noch verschweißen. Also, ich denke mal, das kriegen sie auch hin. Also, Bodenplatte liegt schon mal. Und ich würde sagen, wir gehen noch ein Stück mit hier rüber. Und mal noch einen Blick hier bergauf zu bekommen. Ja, und da kann man dann erkennen, jetzt nochmal reinzoomen hier. Dass von oben her, von der Brücke her,
die feste Fahrbahn in Richtung Stuttgart auch schon fertiggestellt ist. Und eigentlich nur noch das kleine Stück hier. Also. Und weil ja immer alle was sagen über die Prozente und so, oder Promille, ja, das geht ja nicht, man kann doch nicht zur Steigung hochgehen. Also für alle, die das immer so gut und schön sagen, ja, dann kommt es mal hier nach Fasanenhof, weil man sieht es hier im Video nicht so gut. Aber schaut euch mal die Steigung an und dann werdet ihr feststellen, was eine Steigung ist. Nämlich das letzte Stück hier auf die Brücke rauf wird noch etwas steiler als das, was man hier unten überhaupt schon sieht. Ja. Also, von dem her gesehen, das ist aber immer noch unter dem, was die Geislinger Steige hat. Und die Geislinger Steige hat eine Promille von 22,5%. Und das gleicht einer Gebirgsbahn. Also noch ein paar Promille mehr und man müsste hier mit Zahnradantrieb der Geislinger Steige hochfahren. Und der Filtertunnel, den sie jetzt hier bauen, oder der Postler Tunnel zum Beispiel, die haben eine Promille von ungefähr 10 bis 12 Promille. Ja, also das ist sehr human. Also, das mal soweit. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt bin ich wieder ein Stückchen weiter. Oder wir sind ein Stückchen weiter. Und im Hintergrund sieht man auch die Brücke für die U6-Verlängerung. Da war ich, oder waren wir ja gerade noch. Und jetzt stehen wir hier hinterm Portal Filtertunnel. Und hier muss ja auch noch einiges gemacht werden. Nämlich, die Strecke läuft ja hier an der Autobahn weiter. Zoomen wir rein ein bisschen. Also hier so entlang. Und dann sieht man ja da auch schon im Bagger arbeiten ab und zu mal. Jetzt kommt er ins Bild. Und da geht es dann so einfach in diese Richtung. Richtung Flughafen. Ja, leider komme ich hier nicht ran an die Autobahn, um zu schauen, wie es da aussieht. Weil ihr seht ja hier überall hohes Gras und da möchte ich jetzt nicht unbedingt reinlaufen. Weil die Bauern, die wollen ja ordentliches Futter haben. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann von der Brücke aus wieder, wo ich schon öfters gefilmt habe. Und da würde ich sagen, bis gleich. So, nachdem ich jetzt für euch einmal außen rumgelaufen bin, also hier drüben durch den Wald durch, sind wir jetzt hier auf der Brücke hinter dem Messegelände angekommen. Wir schauen jetzt auf die Ein- und Ausfahrt zum und vom Flughafen Bahnhof. Und ich muss sagen, es ist gut, dass ich heute hier gewesen bin, weil hier wird heute betoniert, Leute. Ja,
Ihr habt richtig gehört. Hier fließt heute die Graue Pampe. Ich zoome mal rein. Ja, jetzt bin ich leider mittlerweile allein. Der Berti hat mich am Fasanenhof leider verlassen. Weil er musste ja auch nach Hause. War bloß ein Spontan von ihm. Weil er mich gerade zufällig am Flughafen getroffen hat. Aber er könnte sich vorstellen, zu filmen. Und ich soll euch natürlich von ihm recht herzlich grüßen und schon mal Danke sagen für das große Lob, wo hinterher kommt. So. Also, hinter dem Kran, wo hier im Vordergrund steht, steht die Betonpumpe und ich denke mal, dass sie hier eine Seitenwand betonieren. Ich hätte euch ja noch die andere Ein- und Ausfahrt vom und zum Flughafenbahnhof gezeigt, auf der anderen Seite. Aber da ist jetzt mittlerweile alles zugeschüttet. Da finden jetzt im Moment Fräsarbeiten statt. Mehr aber auch nicht. Und wenn ich es nicht vergesse, mache ich nachher noch ein Slow-Mo-Video davon und setze es dann im Anschluss hier noch mit rein.
So, jetzt mal noch ein Blick in diese Richtung. Also, wir sind jetzt mit beiden Tunnelröhren unter diesen Messehallen schon durch und zwischen den Messehallen, also die, wo man jetzt sieht, und die auf der anderen Seite, also wo gegenüber liegt, da sind oder ist so ein Innenhof. Sorry. Und dort befinden sie sich gerade mit den Tunnelröhren. Also wer über den Fortschritt informiert sein möchte, geht einfach mal auf S21 BauTV beziehungsweise auf IG Bürger und dann runtergehen auf die Fanpage beziehungsweise auf Folien und PDFs und so weiter. Da könnt ihr den aktuellen Vortriebsstand der Tunnelröhren immer abfragen. So, dann schauen wir mal auf die andere Seite nochmal. Ja, Leute. Gute und schlechte Nachricht. Erstmal die gute, ich habe soweit alles im Kasten. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Ich bin zu Ende oder am Ende, sprichwörtlich gesagt. Aber auch das Video ist jetzt zu Ende. Möchte mich für heute von euch verabschieden, aber ihr müsst ja nicht lange auf mich warten, weil ich komme ja schon am Samstag wieder, nämlich aus Stuttgart. Wenn vielleicht K13 betoniert wird. Somit sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir wie immer einen Daumen da. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, hier unten kann man ihn jederzeit kostenlos abonnieren. Hier rechts drüben gibt es ein Glöckchen. Wenn man das anklickt und auf alle geht, dann bekommt man immer Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Und somit sage ich, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video auf MSAlpTV, das Baustellenmagazin. Und wie Leute, wie immer, bitte bleibt mir gewogen. Bitte bleibt oder werdet gesund. Und bis zum nächsten Mal auf MSAlpTV. Am Mikro war der Hemme, aber auch zum Teil an der Kamera. Und somit sage ich
Und der Berti natürlich auch noch tschüss, obwohl er nicht mehr da ist. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.